Herr Präsident, meine Damen und Herren! Bundesverkehrswegeplan. NRW ist bei den Straßen im vordringlichen Bedarf besser berücksichtigt als zuletzt. Da sind wir durchaus. Und wie gesagt, die Zielsetzung, da Keil in die Koalition reinzutreiben, ist ja offensichtlich. Uns mit Minister Groschek völlig einer Meinung. Und im Bundesverkehrswegeplan wird auch im Prinzip tatsächlich der Ausbau bestehender Straßen vorrangig berücksichtigt. Das ist positiv, denn der Ausbau von Straßen ist besser als der Neubau. Natürlich gibt es Neubauprojekte, die wir Grüne kritisch sehen. Das ist ja auch kein Staatsgeheimnis. Manche Projekte sehen wir differenziert. So wie das vor Ort auch diskutiert wird, am Ende entscheidet immer der Bund. Natürlich gibt es weitere Projekte, wo wir offen für eine Neuaufnahme oder Hochstufung sind. Ich möchte hier nur erwähnen, die Rheinbrücke Godorf-Niederkassel als Kombiprojekt natürlich, die Ortsumgehung Warstein. Die CDU tut in ihrem Antrag so, als gehe es nur um die Hochstufung von Projekten, Hauptsache Straße, Hauptsache viel. Das ist doch ein wenig grobschlästig und mehr Wahlkampfrhetorik als sachliche Politik. Schauen Sie sich mal Projekte an wie die Südtangente Bonn mit Ennertaufstieg und Fenersbergtunnel, die B61 Ausbau Bad Oeynhausen, die B9 Westtangente Krefeld. Das sind Projekte, die vor Ort auch bei der CDU freundlich formuliert zumindest höchst umstritten sind. Fakt ist, auch wenn die Ergebnisse an vielen Stellen gut sind, gerade bei den Straßenneubauten sind die Einstufungen im Bundesverkehrswegeplanentwurf kaum nachvollziehbar. Zeitgewinne werden bei der Bewertung teilweise unter verschiedenen Kriterien mehrfach berücksichtigt. Es fehlen Alternativprüfungen. Die Verkehrsprognosen sind teilweise abstrus und nicht zusammenhängend gedacht. Manchmal werden Ortsumfahrungen einzeln und manchmal zusammenhängend als Gesamtstrecke gewertet. Und was für viele Einzelprojekte gilt, gilt auch für den Gesamtplan. Das Bundesumweltministerium hat gegenüber dem Bundesverkehrsministerium deutlich gemacht, dass der Entwurf des Bundesverkehrswegeplans den Anforderungen des Klimaschutzes nicht gerecht wird. Diese Kritik der Bundesministerin teilen wir. Das wird deutlich bei den Wasserstraßen und insbesondere der Anbindung der Seehäfen. Dazu erinnere ich an den gemeinsamen Antrag aller Fraktionen im Landtag dazu, Herr Fussen. Offenbar ist das Ziel von Herrn Dobrindt eine einseitige Stärkung der Konkurrenzfähigkeit der deutschen Nordseehäfen. Kann dies im Interesse Nordrhein-Westfalens sein, liebe CDU-Fraktion? Am deutlichsten werden die Mängel des Plans, wenn man den Bereich Schiene betrachtet. Gerade da wundert einen doch die Euphorie bei Ihnen, den Antragstellern. Der Bundesverkehrswegeplan Schiene ist gar nicht fertig geworden. Man hat einen ominösen potenziellen Bedarf definiert. Eigentlich ist das schon keine tragbare Basis, auf der man eine Beteiligung aufbauen kann. Einzelprojekte für NRW, RRX, ja, sehr gut, vordringlich, aber das Kernstück Düsseldorf-Duisburg, an dem alles hängt, nur im potenziellen Bedarf. Münster-Lünen, in der Light-Version geplant, auch nur im potenziellen Bedarf. Der Eiserne Rhein an der A52-Trasse überhaupt nicht dabei. Ebenfalls nicht die linke Rheinstrecke Köln-Bonn. Und selbst der Bahnknoten Köln nicht komplett und definitiv abgesichert, sondern im Schwebezustand und in Konkurrenz zu anderen Knoten. Kann so ein Bundesverkehrswegeplan in Sachen Schiene wirklich ein gutes Ergebnis für Nordrhein-Westfalen sein, wie Sie hier in dem Antrag einvernehmlich feststellen lassen wollen? Fazit. Natürlich gibt es gute Punkte, der Grundsatz Ausbau vor Neubau zum Beispiel, aber ansonsten wird man die Einzelprojekte im Detail und differenziert betrachten müssen. Ein einfaches Super, weiter so, wäre hier wirklich fehl am Platze. Am Ende, auch das ist klar, der Bund entscheidet, nicht NRW, und nun muss der Bund vorlegen, wir sind gespannt. Dann wird sich auch zeigen, ob, wie die Antragsteller es ausdrücken, der Plan wirklich eine Finanzierungsperspektive hat. Man hört schon, dass doch wieder dieses oder jenes Projekt aus politischen Gründen hochgestuft werden soll, ohne Herabstufung anderer, ob die Finanzrahmen dann noch zu halten sind. Das ist doch jetzt klar. 40.000 Stellungnahmen, jede Menge potenzieller Bedarf, ohne konkrete Weiterplanung und trotzdem ein umgehender Beschluss. Herr Minister Dobrindt scheint die Aussicht darauf, dass es einmal etwas zustande bringt, wichtiger zu sein als eine unabhängige Bewertung und ordentliche Beratung. Unsere Aufgabe, so verstehe ich es zumindest hier im Lande NRW, ist es jedoch nicht, wie die Antragsteller es wollen, Herrn Dobrindt zum Erfolg zu verhelfen. Unser Auftrag ist es, zum Wohle NRWs eine nachhaltige Verkehrsentwicklung vorzusehen. Und da hilft Ihr Antrag wirklich nicht weiter. Vielen Dank.